Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Lasst uns mal der Texas Instruments Aktie auf den Zahn fühlen. Ein beliebtes Papierchen, denn wir haben hier in der Bewertung sieht man es, langfristig steigende Kursgewinne, jedenfalls nach dem Ende der Finanzkrise. Wenn du da eingestiegen wärst, hätte, hätte Fahrradkette, eine Rendite aufs Jahr von 24%. Und da sind dann auch Dividenden drin. Hier siehst du die dynamische Erhöhung der Dividenden über die letzten Jahre. Seit 17 Jahren werden die Dividenden gesteigert, Jahr für Jahr. Macht Texas Instrument zu einem sehr beliebten Investment. Wir fragen uns hier, ob die Aktie aber auf dem aktuellen Niveau tatsächlich noch kaufenswert ist und was das Geheimnis des Erfolges ist dieser Aktie. Mein Name ist Thorsten Tiete, geht es ums langfristig Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und langfristig steigenden Dividenden zu profitieren. Texas Instruments, wir haben die Aktie auch hier analysiert, jetzt ganz neu parallel zum Video eine Aktienanalyse hier, kostenlos erhältlich, wie alle unsere Aktienanalysen. Lest es dir gerne durch, geschrieben von The European View, Seeking Alpha Autor. An der Stelle, falls du zuschaust, vielen Dank. Ja, dann aber jetzt zurück zu unserer Aktienanalyse. Ich möchte nicht zu viel zu Texas Instruments an sich sagen, was das Unternehmen macht. Das Geschäftsmodell haben wir vorgestellt in der Aktienanalyse. Ist ein Produzent in erster Linie analoger Chips. Das sind Chips, die Signale der Umwelt sowie unsere Sinne hier auch, also Druck, Schall, Bilder übersetzen in digitale Signale, sind analoge Chips, also analoge Hardware im Gegensatz zu digitaler, das heißt, die messen stufenlos. Damit soll es im Prinzip auch schon gut sein. Wir wollen hier eher was Fundamentales machen. Fangen wir an mit dem, was das Management als Ziel hat, nämlich Steigerung des freien Cashflows pro Aktie. Da kann man sich jetzt die Frage stellen, warum freier Cashflow? Der freie Cashflow ist das, was den Aktionären quasi nach Abzug aller Kosten zusteht. Also wir haben ja Entwicklungskosten, Produktionskosten, Marketingkosten, Kosten für Zinsen, Kosten für Investitionen, für alles Mögliche, die von den Umsätzen abgezogen werden. Wenn du alles abziehst, dann bleibt was über, das ist der freie Cashflow. Der ist quasi der Cashflow, der echte Geldfluss für die freie Mittelverwendung, beispielsweise um den Aktionären Dividenden zu bezahlen. Und das ist der Gradmesser des Managements des Erfolgs, der freie Cashflow, das ist also eine Aktionärssicht, wenn man so möchte. Noch mehr Aktionärssicht, weil es ist nicht der freie Cashflow auf Unternehmensebene, sondern der freie Cashflow pro Aktie. Das ist ja genau das, was man dann berechnen kann, was dem einzelnen Aktionär zusteht. Je mehr Aktien, desto größer der Anteil am Kuchen. Es gibt noch eine andere Variante, die diesen Gradmesser für das Management attraktiver macht. Kommen wir gleich noch drauf, wenn wir uns die Frage stellen, welches die Hebel sind, um dieses Ziel zu erreichen, die Erhöhung des freien Cashflows pro Aktie. Also das hier, das darum geht es, das ist das Ziel des Managements sozusagen. Es gibt drei Hebel. Es gibt das Umsatzwachstum, um den freien Cashflow pro Aktie zu steigern. Es gibt die Margensteigerung und es gibt die Aktienrückkäufe. Man könnte sich doch andere Dinge ausdenken, wie Investitionsstau oder so, aber das machen wir jetzt mal nicht. Wir nehmen die drei aus meiner Sicht naheliegenden Hebel, die auch im Interesse des Unternehmens so weit liegen, die auch so die gängigen Methoden sind. Umsatzwachstum. Wie sieht es damit aus? Also wir gehen jetzt die drei Hebel durch und gucken, welche Hebel entscheidend sind, waren, sind, sein werden, um dann daraus abzuleiten, wie viel Potenzial die Aktie eigentlich noch hat. Am Ende gucken wir uns die Bewertung an, weil das ja auch wichtig ist. Die Aktie extrem günstig, ist sie attraktiver, ein attraktiverer Kauf, als wenn sie schon sehr teuer ist. Umsatzwachstum, Hebel Nummer 1. Gucken wir uns das an, sehen wir hier, sieht sehr ernüchternd aus. Wir hatten im Jahr 2006 14,25 Milliarden Dollar Umsatz. Momentan haben wir 13,7, also Umsatzrückgang ungefähr um eine halbe Milliarde. Ist auch nicht so überraschend, denn wir haben hier quasi zwei Zykliken, die sich überlagern. Halbleiterbranche an sich ist eh schon zyklisch und die Kunden, auf die sich fokussiert wird, sind Automotive und Industrie, wie es so schön heißt, wo im Rahmen der Internet of Things auch immer mehr verbaut wird an Sensoren. Denken wir ans autonome Fahren beispielsweise. Das sind ja Kameras, die die Umwelt
wahrnehmen müssen, auch in der Robotik und in der Automatisierung der Produktion und so weiter. Da wird auch immer mehr verbaut. Aber es sind zyklische Branchen. Und außer Tesla hat ja jetzt, waren jetzt auch die in 2019, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Absatzzahlen der anderen Automobilhersteller rückläufig. Insofern kein Wunder, dass wir hier auch im Rahmen der Corona-Pandemie rückläufige Umsätze haben. Allerdings hatten wir auch schon von 2018 auf 2019 rückläufige Umsätze und das hatte mit Corona noch nichts zu tun. Da hat es ja noch in den Fledermäusen gesteckt oder auch wo auch immer genau das jetzt herkam. Ja, und wir haben dann hier Erwartungen von den Analysten, dass die Umsätze wieder leicht steigen sollen, bevor sie eventuell wieder fallen, woher die Analysten es auch wissen wollen. Jedenfalls, wir haben hier im Großen und Ganzen eigentlich seitwärts laufende, in Wellenform seitwärts laufende Umsätze. Von daher können die steigenden Cashflows und auch Gewinne pro Aktie also nicht kommen. Was bleibt übrig? Noch zwei Hebel, die Margen, also Margensteigerung und Aktienrückkäufe. Gucken wir uns die Margen an. Dann haben wir hier die operative Marge beispielsweise und dann sieht man, aha, die ist gestiegen in den letzten Jahren. Die liegt momentan bei 40%. Die lag beispielsweise bei 2,6, doch ungefähr bei der Hälfte, im Jahr 2005 bei der Hälfte. Das heißt, ein US-Dollar Umsatz, da hatten wir dann einen operativen Gewinn, wenn man so will, anhand der operativen Marge berechnet von 20 Cent und jetzt sind es schon 40 Cent. Das heißt, es bleibt einfach viel mehr hängen beim gleichen Umsatz. Und wir sehen eine gewisse Korrelation, einen gewissen Zusammenhang, ganz deutlich jetzt beim Gewinn pro Aktie, zwischen dem Verlauf der Margen und dem Verlauf des Gewinns. Wir haben das in der Aktienanalyse auch nochmal explizit übereinander gelegt für euch. Hier siehst du das und da ist ganz klar erkennbar, der Zusammenhang zwischen Entwicklung der Marge und Entwicklung des Gewinns und der Gewinn wiederum, der ist auch relativ deckungsgleich. Gibt ein paar Abweichungen, aber in Summe mit der Entwicklung des freien Cashflows, da wurden mal Rechnungen früher, später bezahlt und so weiter. Aber im Prinzip ist es dasselbe Spiel. Also es ist auch eine starke Korrelation zwischen der Entwicklung der operativen Marge und der verschiedenen Cashflows sichtbar. Und das ist jetzt wirklich das Geheimnis des Wachstums, des Gewinns und des Cashflows von Texas Instruments. Die konnten die Margen steigern. Warum konnten sie die Margen steigern? Und wie wird es weitergehen? Das ist ganz zentral. Sie konnten die Margen steigern aufgrund von zwei Effekten. Das eine ist technologischer Vorsprung, technologische Weiterentwicklung, effizientere Produktion. Und hier spielen insbesondere die Wafer eine Rolle, das heißt, diese Tellerplatten aus Silizium, aus denen die einzelnen Chips dann geschnitten werden, die waren vorher 200 mm groß, jetzt 300 mm groß. Das garantiert eine größere Ausbeute und mündet in Kostenreduktion und in höhere Margen. Es gibt eine Präsentation, zeige ich jetzt gerade nicht. Da wird davon ausgegangen, in dem Beispiel, dass die Bruttomarge, also die hier, Gross Margin auf Englisch, von 60 auf 68% steigt durch Umstellung von 2 auf 300 mm Wafer. Es ist Ende 2019 so gewesen, dass die Hälfte der Produktion bereits umgestellt war und dann noch die Hälfte quasi wird, so dass man quasi ja auf dem Mittelweg, auf der mittleren Strecke ist. Das würde nahelegen, dass die Margen, wenn dieses Beispiel stimmt von Texas Instruments und die werden sich das jetzt nicht aus den Rippen geschnitzt haben, sondern sich hoffentlich an ihrer Realität orientiert haben, dass wir dann zwischen 60 und 68% liegen, also die Hälfte wäre 64%. Und hier auf die letzten, und das wäre jetzt 2019 sogar knapp 62%, käme also auch hin, noch mit den Daten vom Aktienfinder, jetzt bei 63%, dann wäre das Maximum bei 68% Bruttomarge. Wenn wir jetzt daran denken, dass die auch noch Taschenrechner und so verkaufen, also ein paar andere Sachen, die davon nicht profitieren, dann würden wir unter 68% Bruttomarge bleiben. Mit anderen Worten, da ist nicht mehr viel drinne, weil wir kommen ja von Bruttomargen, wir kommen ja von Bruttomargen, wir lagen bei 40% hier irgendwann mal und jetzt sind wir bei 63%. Da geht vielleicht noch ein bisschen was, aber nicht mehr viel. Und das ist ganz zentral, weil das ist der eigentliche Hebel, der dazu geführt hat, dass wir hier steigende Gewinne und Cashflows hatten. So viel vorweg. Und da kann man nicht mehr viel dran drehen. Wir haben aber noch einen anderen Hebel. Ah, eins muss ich noch sagen.
Wir haben drei unterschiedliche Margen, wie du hier siehst, brutto, operative und Nettomarge. Die Nettomarge ist die Marge von dem wirklich, was am Ende quasi überbleibt an Marge, nachdem alles oben abgezogen worden, direkte Stückkosten, allgemeine Kosten wie Marketing, Forschung. Und dann haben wir hier noch Kosten beispielsweise für Steuern. Wenn du hier die das Ganze anguckst, dann hatten wir im Jahr 2017, Trump sei Dank, die Steuerreform gehabt, die effektive Steuerrate bei Texas Instruments von, da muss ich mal gucken, also deutlich gesenkt hat, um 15 Prozentpunkte oder so. Und das siehst du dann auch hier bei der Nettomarge. Die ist, also wir haben hier die operative Marge, machen wir mal weg, die ist zwischen 2017 und 2018 auch gestiegen, aber relativ leicht, von 40 auf 42 Prozent, also 2,2% ist die gestiegen, aber die Nettomarge ist von 24 auf 35% gestiegen, also um knapp 11%. Deutlich mehr, sieht man ja auch grafisch, als die operative Marge. Und das war die Steuerreform. Das war nochmal ein Boost, den Texas Instruments bekommen hat, sodass quasi dann die Cashflows und Gewinne nochmal einen Push gekriegt haben. Aber das war ein einmaliger Push, das wiederholt sich nicht. So, das waren also Umsätze, Hebel 1, Margen, Hebel 2. Die sind also beide sozusagen, da ist nicht mehr viel zu erwarten. Jetzt haben wir noch einen dritten Hebel. Das sind Aktienrückkäufe. Und von daher wahrscheinlich auch kein Zufall, dass das Management gesagt hat, vielleicht pro Aktie die Kennzahl von Free Cashflow und nicht auf Unternehmensebene, weil dann hätten wir noch einen neuen Hebel. Und das ist dieser hier. Das sind die Anzahl der ausstehenden Aktien. Und seit dem Jahr 2005 reduzieren die sich. Die waren, lagen mal bei 1,77 Milliarden und jetzt bei 930 Millionen. Also um fast 50% wurden die Aktien zugekauft. Siehst du dann auch hier, dass die Anzahl der ausstehenden Aktien, die werden vernichtet, also eingezogen, sondern bilanziert, dass die Bilanzposition immer größer wird. Die ist jetzt schon bei 36,6 Milliarden US-Dollar. Das ist schon was, auch wenn ich dir dann die anderen Bilanzpositionen gleich noch zeigen werde. Dann siehst du, was für Größenordnungen das sind in der Bilanz. Und das führt eben dazu, dass das Gewinnwachstum pro Aktie, aber auch das Wachstum pro für auf Cashflow-Ebene entsprechend gepimpt wird. Und zwar haben wir zum einen das organische Wachstum, das ist das hier. Und dann haben wir das Wachstum durch Aktienrückkauf, das ist im Aktienfinder dargestellt, dieses hellgrüne, das kommt da immer nochmal oben drauf, das Sahnehäubchen quasi. Und wenn du hier guckst auf die letzten vier Quartale, dann siehst du, das Gewinnwachstum durch den Aktienrückkauf ist 13 US-Cent groß und das überkompensiert den Gewinnrückgang, den organischen, der bei 8 US-Cent quasi minus liegt. Also macht dann auf pro Aktie Kennzahlen sind immer noch plus 5 US-Cent Gewinnwachstum auf die letzten vier Quartale, aber alles nur erkauft durch Aktienrückkäufe. Und jetzt natürlich die Frage, kann das weitergehen? Wie lange kann das weitergehen? Dann ist dann relevant, wie hoch sind die Schulden, beziehungsweise erstmal gucken, wie hoch ist die Tilgungskraft, weil wir haben ja Dividendenzahlungen, für die werden 3,3 Milliarden US-Dollar in den letzten vier Quartalen ausgegeben. Wir haben einen freien Cashflow von 5,2 Milliarden, also deutlich mehr, sodass wir noch knapp 2 Milliarden US-Dollar quasi haben, die man anderweitig verwenden kann. Investitionen sind auch schon von abgezogen, dass man erstmal sagen kann, die Dividenden erscheinen sicher, weil sie werden definitiv finanziert, sie werden vom freien Cashflow gedeckt. Außerdem haben wir hier noch Cash und Cash-ähnliche Bestände in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar. Das heißt, da sind 1,5 Jahre ungefähr, knapp, sogar ein bisschen mehr, 1,5 Jahre oder 6, 7 Quartalsdividenden quasi drinne, nur über den Cash, sodass die Dividenden sicher sind. Und darüber hinaus auch noch genügend Kohle übrig ist, um eigene Aktien zurückzukaufen. Also das Spielchen hier mit dem Aktienrückkauf, das kann noch eine Weile gehen. Und es wird ja auch der einzige Hebel sein, von dem man sicher, das wird das sicherste Hebel sein, dass der nach wie vor wirkt, um dem Ziel näher zu kommen, den freien Cashflow pro Aktie zu erhöhen. Schuldenprobleme haben wir, soweit ich weiß, nicht. Nein, man sieht hier die Gesamtverschuldung. Die Hälfte der Schulden könnte aus Cashbeständen zurückbezahlt werden, sozusagen. Und dann haben wir noch den freien Cashflow. Also das ist alles sozusagen okay. Also das Geschäft ist sehr profitabel. Das sehen wir ja auch, wenn wir hier die hohen Margen haben. Aber bei uns geht es ja um das Wachstum, weil nur wenn wir Wachstum haben, dann werden wir auch weiter steigende Kurse haben. Ansonsten Stagnation oder Korrektur.
Damit kämen wir zur Bewertung. Und wenn wir uns das Ganze hier angucken, sieht ja irgendwie schon von der Erwartungshaltung nicht so dolle aus. Wir sind ja auf Allzeithoch. Lasst uns mal kurz angucken, hier die einzelnen Fundamentals für die als Bewertungsgrundlage. Da gehe ich mal von ja, 2012. Ja, ich denke, das ist okay, wenn wir davon ausgehen. Dann ist hier das niedrige, sind ja niedrige KGVs weg. Dann haben wir hier höhere Multiples, historische Durchschnittsbewertungen, die wir zu Rate ziehen. Wir befragen quasi den Markt, wie hast du in der Vergangenheit Texas Instruments bewertet, mit welchem KGV, auf dem bilanzierten, auf dem bereinigten und auf dem operativen Cashflow bezogen und die durchschnittliche Dividendenrendite. Und dann vergleichen wir das mit dem aktuellen Stand, ob der Markt momentan überschwänglich die Aktie bewertet oder mit dem Abschlag. Gucken wir uns das Ganze an, weg, 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 weg. Und dann nehmen wir übrigens nicht den operativen Cashflow, der schlägt ein bisschen stärker aus wie die anderen, deshalb lasse ich den weg. Aber wir haben ja dann immer noch hier drei unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe. Da können wir auch ein bisschen ranzoomen bis 2012 so ungefähr, noch ein bisschen näher. Dann sieht man, dass in der Vergangenheit durchaus die Kurse ja, geschwankt haben, aber sie haben sich sehr stark an dem Fernwert orientiert. Wir haben mal hier 2018 eine Phase von einer definitiv Unterbewertung gehabt. Da lagen die Fernwerte auch relativ nah noch beieinander. Jetzt ist es so, dass der faire Wert Dividende auseinandergeht von den Fernwerten bilanziert auf den bereinigten und den bilanzierten Gewinn. Warum? Weil wir eine unterschiedliche Entwicklung haben dieser Größen. Wir haben hier stagnierende Entwicklung des Gewinns, siehst du hier, aber wir haben immer noch stark steigende Dividenden, was dazu führt, dass die Aktie aus Dividendensicht wertvoller geworden ist noch über die letzten 2 Jahre ungefähr. Aber aus Sicht der Gewinne ist die Aktie nicht wertvoller geworden. Im Gegenteil, es ist gleich gefallen. Gewinn von 5,59 US-Dollar auf 5,29, also um 30 US-Cent gefallen. Aus der Sicht also wäre die Aktie jetzt ein bisschen weniger wert. Und genau das spiegelt sich hier wieder. Da fällt der faire Wert basierend auf dem bilanzierten, aber auch auf dem bereinigten Gewinn, während der faire Wert Dividende munter weiter ansteigt. Was nehmen wir nun oder woran orientieren wir uns? Am Gewinn, nicht an der Dividende. Dividendenerhöhung ist eine Managemententscheidung nach dem Motto, wir können es uns leisten, wir erhöhen noch, auch wenn es mit dem Gewinn und dem freien Cashflow jetzt gerade nicht so doll aussieht. Das ignorieren wir deshalb. Ist nett, wenn man das hat, diese Info. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann nehmen wir doch Gewinne und Cashflows und nicht die Dividenden. So, das sieht dann so aus, dass der faire Wert irgendwo zwischen 110 und 120 US-Dollar liegt von Texas Instruments, nämlich genau da, oder Pi mal Daumen, da wo er auch schon Ende 2018 lag, als die Aktie aber nur 95 oder 94 Dollar gekostet hat. Heute kostet sie doppelt so viel. Pi mal Daumen führt dazu, dass die Aktie momentan sehr aggressiv bewertet scheint. Aus zweierlei Perspektive. Zum einen aus der Perspektive der Vergangenheit. Wir haben jetzt Multiples auch basierend auf den Gewinn um die 30, sogar leicht darüber. In der Vergangenheit lagen die eher um die 20. Das heißt, momentan ist die Aktie aggressiv bepreist. Und wir haben Ausblicke, die nicht so dolle sind. Ich habe schon gesagt, welches die Hebel sind für die Steigerung des freien Cashflows und der Gewinne. Diese Hebel greifen nicht mehr, beziehungsweise nur noch die Aktienrückkäufe greifen wirklich, sodass wir hier keine großen Gewinn- und Cashflow-Sprünge mehr zu erwarten haben. Die Analysten sehen es ähnlich, also es sieht ja auch eher verhalten aus. Entsprechend steigt der Gewinn pro Aktie dann, oder der faire Wert der Aktie noch relativ bescheiden, basierend auf dem bereinigten Gewinn deutlich weniger als auf dem bilanzierten Gewinn. Sogar wenn wir den bilanzierten Gewinn zugrunde legen, hier übrigens dann auch wieder ein Rückgang, sogar wenn wir den bilanzierten Gewinn zugrunde legen im besten Jahr, dann kämen wir hier auf einen Fernwert von 142 US-Dollar. Ich zoome mal ein bisschen näher rein. Und das heißt immer noch deutlich unter dem, was wir momentan hier haben, würde eine jährliche Renditeerwartung für die nächsten 2 Jahre ergeben von ungefähr minus 7%. Und das ist halt eben kein gutes Investment. Und das ist jetzt quasi noch relativ optimistisch, wenn man so möchte. Wenn man sich jedenfalls an diesen fairen Werten orientiert, dann könnte durchaus auch den bereinigten Gewinn nehmen und noch tiefer gehen. Und dann kämen noch schlechtere Kennzahlen raus, Renditeerwartungen. In Summe, für mich muss ich also leider sagen, Texas Instruments ist ein gutes Unternehmen, hochprofitabel, man sieht es anhand der Margen, aber aus Aktionärsicht, aus meiner Sicht, und das muss natürlich jeder für sich entscheiden, kein Kauf.
Also ich würde bei Texas Instruments nicht einsteigen. Meine Erwartungshaltung wäre auch eher, dass die Aktie korrigiert. Es kann nur eine Wahrheit geben. Entweder liegt der Markt falsch oder ich liege falsch und in diesem Fall auch gleichzeitig der Analysten, weil ich halte das für plausibel, was die Analysten da auf jeden Fall für die nächsten zwei Geschäftsjahre erwarten. Pi mal Daumen, warum dann im Geschäftsjahr drauf, also im Geschäftsjahr 2023, was noch etwas weiter weg ist, die Umsätze und die Gewinne sinken sollen, das weiß ich jetzt nicht. Aber so Pi mal Daumen, die grundlegende Entwicklung, die eher seitwärts läuft, der schließe ich mich an. Also entweder liegen Analysten und ich sozusagen falsch mit unserer Erwartungshaltung, dass fundamental keine Bäume ausgerissen werden und wir eine Seitwärtsbewegung haben, oder der Markt liegt falsch, dass er sagt, hey, ich bewerte die Aktie jetzt deutlich höher als zuvor. Also wir haben ja hier starke Wachstumsphasen gehabt. Das ist ja die Wachstumsraten, die waren zweistellig. Da gab es Gewinnwachstum und so weiter, über 20%. Und da war die Aktie bewertet mit Multiples von um die 20. Und jetzt haben wir nur noch mittleren einstelligen Bereich hier. Und jetzt ist die Aktie plötzlich bewertet mit Multiples von 30. Ist aus meiner Sicht ein Widerspruch. Der muss sich auflösen in die eine oder andere Richtung. Entweder in die Richtung hier nach unten oder er muss sich auflösen, dass die Gewinne hier nach oben gehen. Eine andere Variante, dass diese Widersprüche auf Dauer erhalten bleiben, das halte ich eher für unwahrscheinlich. Gut, das Fazit war ein bisschen länger als geplant. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Schreib mir gerne unten in die Kommentare rein, was du von Texas Instruments hältst, ob du noch irgendwelche Infos hast, die ich jetzt übersehen habe. Ich weise nochmal auf die Aktienanalyse drauf hin, kannst dir gerne nochmal anschauen. Nicht traurig sein, falls du von Texas Instrument jetzt nicht überzeugt bist und dir eine andere Aktie suchst. Wir haben hier viele kostenlose Aktienanalysen, auch hier beispielsweise im Hardware-Bereich. Kannst du hier hingehen, Analysen, siehst du das Ganze ebenfalls, beziehungsweise siehst du noch viel mehr Aktienanalysen in anderen Branchen, die wir so bisher für dich kostenlos veröffentlicht haben. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.